54. Lieber, könnte ich selbst zu Ihnen, Sie wieder zu sehen und zu hören, und Ihre herrlichen Variationen, oder von meiner Clara, von deren wundervollen Vortrag mir Joachim geschrieben, wie das Ganze so einzig abgerundet, wie man sie kennt in dem reichsten, fantastischen Glanz und wieder in tiefer Kunst, wie ich sie noch nicht gekannt. Verbunden die Themen hier und da, auftauchend und sehr geheim, dann so leidenschaftlich und innig. Schreiben Sie nur bald Ihren verehrenden und liebenden R. Schumann. Johannes Brahms und Clara Schumann, Wien,
zweite Hälfte Februar 1879. Geliebte Clara, mit jedem deiner letzten Briefe dürfte ich zwar die Trauerbotschaft erwarten, die dein heutiger bringt. Als ich diesen aber in der Hand hielt, war ich seiner Nachricht sicher und öffnete ihn, indem ich dich mit allen Gedanken ansah. Ich wünschte, dort zu sein, denn solange ich auch am Papier säße und schriebe, mir wäre doch leichter und wohler, wenn ich stumm bei euch säße. Von Herzen, deine Hans. Thank you.
um als treuer Freund alles Leid mit mir zu tragen. Kräftigte das Herz, das zu Recht drohte, erhob meinen Geist, erheiterte, wo er nur konnte, mein Gemüt kurz, er war mein Freund in